Die Isle of Man, eine kleine Insel mitten in der irischen See. Seit mehr als 100 Jahren verwandelt sich die Insel für 2 Wochen im Jahr zum Motorrad-Mekka. Die Tourist Trophy ist das gefährlichste Straßenrennen der Welt. Sie ist die Königsklasse des Rennsports. Auf einem 60 Kilometer langen Kurs auf gesperrten Landstraßen geht es quer über die Insel. Nirgendwo sonst kommen die Zuschauer so nah ran an ihre Helden. Nirgendwo sonst gehen die Fahrer so sehr ans Limit. Bis in die späten 1970er Jahre dominieren die Deutschen die Seitenwagenrennen. Aber ab 1989 sind die Gespanne fest in einer Hand. Dave Molyneux, der Manxman, hat bis heute 17 Mal die TT gewonnen und hält mit 185 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit den Rekord als schnellster Fahrer. Nahe der Strecke, hinter dem Ort Ramsey, liegt an einer alten Fabrikhalle die Werkstatt von Dave Molyneux. Hier entstehen die Gewinnerbikes des Manxman. Unter dem Namen DMR Racing fertigt er Rennseitenwagen. Seine Bikes haben schon vielen TT-Fahrern zum Sieg verholfen. Das Zusammenspiel der Komponenten begeistert ihn. Sein Ehrgeiz und seine Leidenschaft für die Technik spornen ihn an. Auch der aktuelle TT-Seitenwagen ist schon fast fertig. Hey Dave. Hey Klaus. Na, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Ich habe einen Freund mitgebracht. Hey Dave, wir haben uns schon mal vor ein paar Jahren getroffen. Wie war das Rennen am Sonntag? Es war gut. Wir waren die Schnellsten im Qualifying und ich habe eine persönliche Bestzeit hingelegt. Das Bike wird von Mal zu Mal besser. Dave, dein Bike sieht anders aus im Vergleich zum Vorjahr. Du hast von Kawasaki zu Suzuki gewechselt. Ja, genau. Ist das das Outfit für die TT? Ich werde noch etwas an der Karosserie ändern und vielleicht noch ein bisschen eine andere Lackierung hernehmen. Aber es werden diese Farben sein und mit den Sponsoren drauf. Sammelst du gerne Sachen aus dem Schrott und schaust, was du noch verwenden kannst? Ja, genau. So mache ich es immer schon. Ich liebe zum Beispiel alte Zweitakter-Motorräder. Ich schraube für meine Kunden. So verdiene ich mein Geld. Ich würde gerne mal hier hinschauen. Als wir gerade reinkamen, habe ich dieses Bike gesehen. Es schaut etwas ungewöhnlich aus. Es ist kein Seitenwagen. Was ist es genau? Wow! Das schaut anders aus. Es passt nicht so ganz zusammen. Anderer Motor, anderer Rahmen. Stimmt. Es ist ein Suzuki RG500 Motor in einer Yamaha RD500 Karosserie. Straßen zugelassen? Ja. Diese Konstruktion Marke Eigenbau würde beim deutschen TÜV nicht zugelassen werden. Doch der Fantasie der kreativen Tüftler sind auf der Isle of Man keine Grenzen gesetzt. Wie lange arbeitest du an so einem Chassis? 3 Monate schraube ich allein da dran. Ich bin die TT mit vielen verschiedenen Herstellern gefahren, aber ich war nie ganz zufrieden. Also habe ich gedacht, wie wäre es, wenn ich von jedem ein bisschen was nehme, meine Ideen mit einbringe und dann ein Bike baue. Das habe ich getan und wir haben direkt gewonnen. Beim Seitenwagenrennen ist es so, es gibt nicht so viele Reglementarien. Es ist eher wie die Formel 1 in den 60er Jahren. Das hat alles eher in so einer Umgebung wie hier stattgefunden. Die haben auf dem Boden aufgezeichnet, welche Formen das Chassis haben soll und haben es direkt aufgebaut. Das ist der wahre Rennsportgeist, glaube ich zumindest. Das wollte ich hören. Dave ist von seinem Sport so begeistert wie ein kleiner Junge. Hält diese Begeisterung ewig oder wird man im Alter vorsichtig und denkt ans Aufhören? Ich liebe das, was ich tue, so sehr. Solange ich fit bin, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Das klingt alt, aber im Kopf bin ich immer noch 20. Solange ich körperlich fit bin, das so zu tun, wie ich damit glücklich bin, werde ich weitermachen.
Ich habe noch nicht mal über das Aufhören nachgedacht. Motorsport ist für Dave Fluch und Segen. Und das schon sein halbes Leben. Sein Vater verunglückt als Beifahrer tödlich bei einem Rennen. Da ist Dave gerade mal 14 Jahre alt. Mit den ganzen Kratzern. Ist es deiner? Nein, von meinem Vater. Das war der Helm, mit dem er beim Rennen gestürzt ist. Wie in einem Schein bewahrt er die Trophäen seines Vaters auf. John Molyneux als Beifahrer und der Fahrer George Oates verlieren beim Ulster Grand Prix 1977 die Kontrolle über ihre Kawasaki. Mein Vater ist Rennen gefahren, seit ich 2 Jahre alt war. Ich bin damit aufgewachsen. Warum auch immer, aber das ist das, was ich immer tun wollte. Ja, mein Dad ist 1977 beim Ulster Grand Prix gestorben. Aber es war immer in mir, genau das zu tun. Und ich habe den Tag ersehnt, als ich endlich 16 wurde, um auch damit anzufangen. Und ich bin froh, dass ich es getan habe. Erfolg und Tragödie liegen auf der Isle of Man so nah beieinander. Für Dave ist klar, sein Leben hätte nur an diesem Ort so verlaufen können. Tatsächlich kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, mein Leben wäre anders verlaufen, wenn ich kein Manxman wäre. Ich hätte vielleicht trotzdem leidenschaftlich mit meinen Händen gearbeitet, aber in einem anderen Rahmen. Aber ich bin sehr glücklich, hier geboren zu sein und Teil der Isle of Man zu sein. Die Isle of Man. Das sind Grenzerfahrungen, die Leidenschaft und Mut zeigen. Bei Menschen, die für die Tourist Trophy ihr Leben aufs Spiel setzen. In der Idylle dieser Insel erlebt man Sportler, die den Sinn des Lebens darin finden, immer wieder an ihre Grenzen zu gehen oder sie zu überschreiten.